Yo Leute, was geht? Primo hier, neues Video am Start und wir zocken nach sehr langer Zeit mal wieder Guild Wars 1. Und ja, ich habe mir einfach mal gedacht, ich werde ja so ein Special Video mal wieder raushauen. Und zwar zu dem Bonus Mission Pack ja von Guild Wars 1. Ich habe mir das jetzt eben gerade geholt für ja knappe 10 Euro und werde mit euch jetzt mal so die Geschichte von Turei Ossa spielen. Heißt auch die Schlacht von Jahai. Und darum geht es halt praktisch um den Kampf zwischen Turei Ossa und Pallava Yoko. Ich habe mir mal gedacht, ich mache das jetzt einfach mal, weil ja bald das neue Guild Wars 2 Addon kommt, in dem es ja auch um Elona und die Kristallwüste gehen wird. Und wir werden da auch wahrscheinlich dann den guten alten Pallava Yoko antreffen. Und ja, deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, ich werde deswegen da nochmal die Vorgeschichte so ein bisschen für euch zocken, damit ihr vielleicht auch mal so einen kleinen Einblick einfach mal bekommt über die Story so, über Pallava Yoko und allgemein halt die Geschichte so über Elona und so. Ich habe die Story noch gar nicht gemacht, also ist jetzt auch für mich das erste Mal. Lasst mich euch etwas erzählen. Und deswegen, achso, wir haben schon das Buch von ihm bekommen. Also wir haben jetzt hier Tureis Geschichte. Es gibt halt vier Missionen in diesem Bonus-Pack, aber ich habe jetzt, also ich spiele jetzt erstmal nur diese eine. Ich weiß auch nicht, ob es in Zukunft da, also ob ich dann in Zukunft noch die anderen Teile da spielen werde. Es ist halt immer eine komplett unterschiedliche Geschichte, die man dann da immer spielt. Da gibt es zum Beispiel auch die Geschichte von Saul Alessio, glaube ich. Also praktisch die Geschichte vom Weißen Mantel und der glänzenden Klinge. Also es passt eigentlich auch ziemlich gut jetzt so zu der Living Story. Mal gucken, vielleicht werde ich das auch noch anzocken. Aber wie gesagt, wie machen. Sein Name ist Turei Ossa. Dies ist seine größte Schlacht. Turei Ossa hat man ja auch in Guild Wars 2 wieder gesehen, allerdings als Geist. Da mussten wir ja, glaube ich, sogar gegen ihn kämpfen, soweit ich mich erinnere. Ja. Und hier ist er halt dann auch wieder vertreten. Allerdings halt als Lebender dann. Tureis Geschichte. Die Geise von Favi. Am Vorabend der Schlacht tot dem General. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Kann ich da jetzt wählen, oder? Okay. Kann man so ein bisschen blättern. Können wir vielleicht hier wieder... Okay. Vorabend der Schlacht. Achso, gibt's da denn nochmal Unterkapitel, die man dann spielen kann, oder was? Vorabend der Schlacht, Tod vom General. Na gut, wir zocken jetzt einfach erstmal das erste hier. Unbekannt, ja. Die Geise von Fabi. Aber ich denke mal, das ist jetzt wirklich das erste Kapitel. Achso, gut, wir müssen erstmal seine Waffen anlegen. Wir haben dann noch die Waffen von Turei bekommen. Wir werden auch nicht mit unseren eigenen Skills spielen, sondern wirklich mit vorgelegten Skills von ihm. Also wir spielen sogar selber Turei, also Turei selber halt. Und sein Schild noch, ja. Richtiger Oldschool Elona-Style. Ich bin mal auch gespannt, ob es da auch so diese alten Elona-Skins in dem neuen Guild Wars 2 Addon geben wird. Ein paar habe ich da auf jeden Fall schon mal gesehen. Lass uns überraschen. Wäre ganz Kurna gefallen.
Ja, Kuruna, oder wie das heißt, zählt halt auch zu Elona. Hier sehen wir Pallava Yoko, der ist halt der Anführer der Untoten. Und hier ist es wahrscheinlich Turai. Also Pallava Yoko ist auf jeden Fall kein guter, für die, die ihn jetzt nicht kennen. Er ist halt eigentlich böse. Hat allerdings, ja, trotzdem mitgeholfen bei der Bekämpfung gegen Abaddon auf Elona. Also da hat er auf jeden Fall noch mitgeholfen. Aber trotzdem hat er danach dann wieder versucht, Elona in seinen Besitz zu nehmen. Und ja, er ist halt wie gesagt der Herrscher über den Untoten. Über die Untoten. Und ja, also er herrscht zurzeit immer noch über die Kristallwüste und Elona, weil Turai Ossa ist da jetzt schon, ja, seit längerer Zeit verstorben. Und ich bin auf jeden Fall echt mal gespannt, wie das dann so in dem Addon aussehen wird. Pallava Yoko und seine Armee stehen vor der Tür. Nur wir stehen noch zwischen Kuruna und der Vernichtung. Die Ländereien unserer Fabi-Freunde im Norden brennen, wo dieses Monster herkommt. Heute werden wir eine Linie am Fuß dieser Klippen ziehen. Ihr werdet diese Linie halten. Tut es für Fabi, tut es für Kuruna, tut es für Istar. Für Elona! Ja! Kommandeur, gebt den Marschbefehl, sobald wir den ersten Kamm erreicht haben. Flankentrupp, Abmarsch. Ja, erstmal die Skills hier checken. Also wie gesagt, ich habe das hier, ich mache das jetzt gerade wirklich zum ersten Mal, habe das noch nicht irgendwie mal angezockt. Ich habe das nur mal so kurz als Video so mir angesehen, aber also halt nur mal so einen kleinen Einblick verschafft. Also ein paar Skills sind mir auf jeden Fall noch bekannt von meinem Krieger. Ich spiele, also ich habe ja Krieger als Main gespielt. Für Elona 10 Sekunden, verbindete Hörweite erhalten 25 Rüstung. Okay, das ist nicht schlecht. Oder Support. Wirbelsturmangriff, AOE, ja. Gegner und umstehende Feinde an. Ist auf jeden Fall gut, dass wir diesen Elite-Skill hier drin haben, Drachenhieb, weil ich kann mich erinnern, auf jeden Fall mit Kombinationen für höhere Gerechtigkeit konnte man diesen Elite-Skill so gut wie permanent einsetzen. So. Also es war schon richtig OP, finde ich, als Warrior. Schmerz ertragen, ja, das sind sogar so Skills, die man ja in Guild Wars 2 auch wieder sieht, allerdings mit einer ja, etwas anderen Funktion. Ja, Siege der Heilung ist immer ein bisschen, ja, es heilt zwar schon ganz gut, es kostet keinen Mana, das ist auf jeden Fall auch sehr nice. Allerdings, wenn ihr diesen Heilskill aktiviert, dann habt ihr halt immer minus 40 Rüstung. Ach ne, sorry, während ihr diese Heilfähigkeit einsetzt, habt ihr minus 40 Rüstung. Ja, ist man halt in der Zeit schon mehr verwundbar und kriegt dann auch mehr Damage ab. Also, ja, ist so eine Sache für sich. Und Riesenstampfer, das ist neu. Fügt 100 Punkte Schaden zu und wirft Feinde in Hörweite zu Boden. Das ist bestimmt richtig nice. Das ist ein geiler AOE-Damage. Beim 100 Damage. Gut, dann starten wir mal, denke ich, das Ganze. Hier unsere Truppmitglieder, die Paragons. Ja, ich hoffe mal, dass die auch auf jeden Fall einiges einstecken können. Allerdings, wo komme ich da jetzt runter? Man kann ja leider nicht springen in Guild Wars 1. Muss man sich erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, wir müssen hier lang. Folgt mir nach, meine Gefährten.
Turei Ossa, ihr seht Turei Ossa, eure Lebens- und Energiepunkte, Fertigkeiten und Attribute haben sich entsprechend geändert. Ja. Also wir haben auf jeden Fall deutlich mehr HP, das sieht man schon. Und wir wollen jetzt hier nochmal das komische Hellenfenster. Geht das nicht mehr? Oh Gott, ich komme auch gar nicht mehr mit der Steuerung hier zurecht. Komplett alles vergessen bei mir. Okay, wir müssen hier hoch. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall erstmal Horn von Untoten besiegen. Ehe wir dann wirklich zu Pallava Yoko dann kommen werden. Ich trinke mal schnell was. Und da kommt auch schon die erste Truppe. Ja, da sind sie schon, meine untoten Freunde. Bam. Oh, Dead Damage. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Healer haben. Zack. Zack. Stirb. Ha, die sind ja mal... Na gut, die sind Level 10, also... Da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen für den Anfang. Zack. Aber das hat sich auch immer hier das... Diese, ich weiß nicht... ob das irgendwie eine Taste ist, die man drücken kann, oder ob das einfach ein Bug ist, aber... Immer dieses Hin- und Her-Drehen, so. Ich weiß auch nicht, wie man das stoppen kann. Das hatte ich irgendwie öfters hier in Guild Wars. Aber uns wird doch gar kein Ziel angezeigt, oder? Doch, doch, wird angezeigt. Führt die Mission zum Angriff auf die gegnerische Flanke. Findet den Aussichtspunkt, von dem aus Pallava Yoko die Schlacht leitet. Ja gut, aber trotzdem wird uns jetzt nicht wirklich angezeigt. Aber ich glaube, das war ja schon immer so in Guild Wars, dass man da mal so ein bisschen seinen Weg finden musste. Es ist halt wirklich alles ewig her, als ich hier wirklich aktiv Guild Wars gespielt habe. Aber wir haben auf jeden Fall auch schon einige Teammates hier am Start, also sollte, denke ich mal, jetzt nicht so das Problem sein, obwohl einer stirbt gerade, das ist nicht gut. Nein! Oh nein, Fabi Flüchtlingskommandeur 6, warum hast du uns verlassen? Nein. Wieso sterben die denn alle so schnell? Ah gut, die werden wieder geritzt. Ah, ich glaube, wir haben doch einen Healer. Hier, ich glaube, das ist sie. Ach nee, das ist ein Ele. Oh, kann man mal sehen, wie noobig ich bin, ey. Nee, wir haben doch keinen Healer. Nee, haben wir nicht. Aber die Paragone können, glaube ich, auch, soweit ich weiß, retzen. Ach, ist er süß. Ist er da ganz alleine. Ohne seine untoten Freunde. Ja, ich bin auf jeden Fall auch mal wirklich gespannt, wie die Untoten in Guild Wars 2 dann aussehen werden. Also die werden ja, denke ich, auch ein bisschen anders sehen als die aus Ohr. Die Untoten. Und dann auf jeden Fall wieder schön Oldschool Nightfall Musik. Ist einfach richtig, richtig nice. Kriegsherr steht, seht unter uns, unsere Truppen ziehen in die Schlacht. Oh, Sirenen. Oh, da sind noch mehr von uns. Kommen gerade alle lang gedaddelt.
Ja, da freuen sich doch wieder ein paar Gegner. Die werden wir uns doch mal geschmeidig schnappen. Wieso hauen die ab? Sag mal, seid ihr noobisch oder was? Das ist ein Tengu, glaube ich. Oder die, ist es? Ja, doch. Hä? Ach nee, das ist ein Char. Ein untoter Char. Oh shit. Nein. Warte, mach den AOE-Damage, komm. Er greift ein bisschen langsam an. Jetzt ist er auch schneller. Ja, ich glaube, da kann man echt nicht viel falsch machen mit dem Team. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Oder? Na, ich gehe einfach mal hier lang. Wird schon schief gehen. Bei den Göttern im Kriegsjahr, die Schlacht wird in den Feldern unten ausgetragen. Oh ja, ich sehe es. Katapulte stehen bereit. Oh, da ist eins von uns gegangen. Kriegsherr, vor uns liegt ein Korsarenlager. Jo, ich sehe sie. Wie wollen wir weiter vorgehen? Na, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal immer um einen Trupp hier. Pullen uns die erstmal her. Zack. Oh shit, da kommen noch. Oh nein. Wieso kommen die her? Die waren noch gar nicht in der Reihe. Lol. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was ist das? Wieso kommen die jetzt alle zu uns? Oh shit. Oh shit. Falscher Skill. Wollte ich nicht. Haltet durch, meine Kameraden. Bam, Alter. Krasser AOE-Damage. Okay, ich habe jetzt echt gedacht, das wäre unser Untergang. Aber, gut, die, wie gesagt, die sind ja alle noch recht low vom Level her. Da sollte das eigentlich nicht so das Problem sein und... Oh, shit. Da sind erweckte graue Riesen. Ich glaube, die halten schon ein bisschen mehr aus. Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht so zu denen hin. Oder? Doch. Leider Gottes müssen wir, glaube ich, zu denen hin. Oh shit. Ja, die sind auf jeden Fall schon ein bisschen höher auf dem Level, ja. Das könnte schon etwas heftiger werden. Na gut, waren auch relativ easy. Oh Gott, sind die hässlich, ey. Schaut euch das an. So hässlich. Oh oh. Und noch eine Armee von Untoten. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Shit. Hä? Ich habe doch genug Energie. Hä? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ich hatte 9 Energie und konnte nicht diesen 5er, also den Skill für 5 Energie einsetzen.
Warum auch immer. Vielleicht war das irgendein Debuff oder so, ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, das war der Debuff von denen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oh, ich bin ja fast tot. Lol. Wie das? Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Ich frage mich eigentlich, was passiert, wenn man jetzt hier wirklich komplett stirbt. Ob man dann wirklich komplett von vorne anfangen muss. Ich hoffe es mal nicht. Das wäre nämlich fatal. Sehr fatal. So, jetzt hier schön Drachenhieb einsetzen. Drachenhieb Dauerschleife. Oh, die sind auch neu. Sind Elementare. Oh Gott, ja, die halten schon ein bisschen mehr aus. So, ich wollte mal eigentlich gerade testen. Ah, jetzt kann man nicht unser Inventar nehmen, scheiße. Okay, ja, da haben die Leute von Arnold sich wahrscheinlich schon was dabei gedacht. Dass man da keine Verstärkungszauber oder so, also Verstärkungs-Items da nehmen kann. Schade eigentlich. Oh, Nekromante, Nekromanten. Nein, nein, nein! Nein! Nein. So sorry Leute, da bin ich wieder. Oh mein Gott, ich musste den ganzen Kack musste ich wieder von vorne beginnen. Oh shit, ey. Ich habe wirklich nicht geahnt, dass man da echt komplett neu anfangen muss. Also boah. Gut, da werde ich mich jetzt auf jeden Fall mit ein bisschen mehr zusammenreißen, denn ich habe echt keine Lust jetzt das Ganze nochmal, ja nochmal neu zu starten. Also ich glaube auch, wir dürfen da echt nicht zu offensiv gehen und unsere Mates immer so ein bisschen erstmal vorlassen. Und auch erstmal so ein bisschen die Lage abchecken. Also das sind jetzt hier, was sind das eigentlich hier? Ich glaube, das sind wieder Nekromanten. Oh, ich hasse Nekromanten. Oh, fuck. Oh, und ich hoffe, die sind, die kommen nicht wieder gleich auf alle, also alle auf einmal auf uns drauf. Das hasse ich nämlich am meisten. Puh. Wir nähern uns einen riesigen Abgrund. Es führen drei Brücken auf die andere Seite der Schlucht. Alle drei Brücken wären schwer verteidigt. Wie wollt ihr weiter vorgehen? Boah, ich hoffe, da gibt es auch nicht irgendwie so eine speziellen Lösungswege oder so, wie man da am besten rangehen muss. Weil da habe ich mir wirklich gar keine Videos oder so dazu angesehen. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich versuche wirklich mal nur eine Gruppe zu pullen. Geh mal zu den Riesen. Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Genau, erstmal die vorlassen hier. Damage. Oh, Buff, Buff. Wieso kann ich? Vor allem nicht genug Energie. Ich brauche doch gar keine Energie dafür. Das verstehe ich immer nicht. Ich lagge auch so ein bisschen, weil ich nebenbei noch was lade. So, da kommen jetzt welche auf uns zu. Oder? Ja. Aber die sind, glaube ich, jetzt nicht so. Erstmal abwarten, abwarten, abwarten. Bam! Genau, macht man schön. Also ich glaube, wir werden eh nicht drum rumkommen, alle auszuschalten. Ich glaube, man muss sogar alle ausschalten. Da oben sind welche, also ich glaube, beide werden uns jetzt gleich angreifen, beide Trupps.
scheiß Viecher. Ach nee. Boah, die Edel sind nervig. Zwei down, scheiße. Boah, die sind richtig nervig. Ich glaube, ich sollte die auch mal öfters corrupten oder wie das heißt. Boah, scheiße. Alter, der hält ja mal übelst viel aus. Ein einzelner. Shit. Ich glaube, ich muss wirklich mehr mit diesem Ablenkungsschlag arbeiten. Weil ich glaube, dieser CC-Skill, der bringt, glaube ich, nur bei einem Gegner was, oder? Der bricht eine Aktion. Ja. Ist auf jeden Fall aber auch ein AOE-Damage. Gut, dann nehmen wir uns mal die Truppe da vorne vor. Wie gesagt, ich glaube, wir werden eh nicht drum rumkommen, da alle. Also, keine auszulassen. Ne, großen Schuss. Auf jeden Fall gut, dass sie auch noch mit dem 8. Skill kurz gestunt werden. Das ist auf jeden Fall sehr nice. So, was sind das jetzt hier für irgendwelche Zentauren? Mesmer sind auch schrecklich, wirklich. Also ich hasse die Mesmer in Guild Wars 1 sogar wirklich noch mehr als die in Guild Wars 2. Weil die waren wirklich richtig wie die Pest. Kurz mal irgendwie abwarten, ich will wirklich nicht so mit Low HP reingehen in den Kampf. Wenn jetzt gerade hält, sind wir wieder Full HP. Okay, das sind ganz schön viele da vorne. Oh, shit. Aber was soll's? Lass mich in Ruhe. Komm, 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 komm. Stun. Bah. Genau, so ist das. Gut. Immer schön drauf da. Perfekt. Perfekt. Elite-Schrei. Bewegen sich um 33% schneller und gewinnen 14 Lebenspunkte pro Sekunde. Oh, das ist. Also solange sie in Bewegung sind. Ah, das ist gut zu wissen. Ich kannte mich mit Paragone ja auch gar nicht aus hier in Guild Wars 1. Also war eine Klasse, die ich zum Beispiel kaum gespielt habe. Ja. In your face, Junge. So, hier kommen wir nicht weiter. Jetzt müssen wir, glaube ich, jetzt nach da oben. Oder? Ja, wieder falsch. Ja, das ist immer so eine Sache, wenn einem das nicht als Missionsziel gezeigt wird und es auch nur Schlauchwege gibt. Kann man sich schon leicht täuschen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Aber dann hätten wir vielleicht doch die anderen auslassen können. Also ich bin mir da nicht sicher. Aber ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass man alle Gegner besiegen muss. Oh, 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 da geht's richtig rund. Oh, shit. Die Arme. Kriegsherr Palabayoko wurde vor uns gesichtet. Da ist er. Da ist er, das Tech-Schwein. Ihr habt genug getan. Ich werde mich persönlich um Palabayoko kümmern.
shit. Jetzt das Battle um Corona, um Elona, um alles, was uns heilig ist. Lächerlicher Sterblicher, der Haufen, den ihr Armee nennt, seht, steht kurz vor dem Zusammenbruch. Und das von einem Feigling, der sich hinter seiner Armee versteckt, um den Kampf zu entgehen, steht zu eurem Wort, Yoko, zeigt mit mir eure angebliche Macht. Oh shit, er ist ein Nekromando auf jeden Fall, also können wir schon mal damit rechnen, dass er uns nicht gerade sehr wenig Schaden abziehen wird. Gott, ich hoffe, der Fight wird jetzt nicht allzu heftig. Fuck, ich muss mich heilen, 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 heilen. Nein. Corrupted. Oh, das war's schon. Shit. Bam. Und nochmal den Schild ins Aber Gesicht. Aber Turei Ossa besiegte Pallava Yoko. Und mit Yokos Sturz waren auch seine untoten Armeen geschlagen. Doch der Herr der Untoten konnte nur besiegt, nicht vernichtet werden. Und so kerkerte Turei Ossa Yoko in einem entlegenen Winkel ein. Gefangen in der Dunkelheit verfluchte Pallava Yoko sein Verlies und seine Wächter. Mit dem schrecklichsten Fluch belegte er aber seinen Bezwinger Turei Ossa, den Helden von Elona. Ja, that's how the story ends. Ja, also er hat ihn dann im Endeffekt dann doch besiegt, also Turei Ossa. Er ist dann verstorben und ja, Pallava Yoko konnte halt nicht endgültig vernichtet werden, wie man gerade rausgehört hat. Er wurde halt nur verbannt und er wurde dann später halt auch wieder freigelassen. Und jetzt ist, ja, umkreist er die Kristallwüste immer noch mit seiner untoten Armee. Und ja, wie gesagt, in Guild Wars 2 werden wir ihn auf jeden Fall auch wieder antreffen. Bin mal gespannt, ob wir ihn eher als Verbündeten haben oder als Feind. Das weiß ich noch nicht so genau. Wurde, glaube ich, jetzt auch noch nichts groß erläutert zu. Aber wäre schon cool, wenn wir ihn als Verbündeten hätten, weil ich glaube, zwei große Bedrohungen auf einmal muss nicht sein. Oder vielleicht sogar drei. Nee, muss nicht unbedingt sein. Ja, und ich stehe auch übrigens gerade in Kamadan. Das ist, ja, so gesehen die Hauptstadt von Elona. Hier, dieses ganze Gebiet ist wirklich Elona. Ich glaube, also, oh, ich hoffe, ich sage auf jeden Fall jetzt hier nichts Falsches. Das müsste Eastern sein. Das Corona. Das müsste Favi sein. Und das müsste das Ödland sein. Ja. Hier ist auch der Knochenpalast, wo angeblich Pallava Yoko sein soll. Und ich hoffe auch mal, dass wir da auch noch hinkommen werden in dem neuen Addon. Hier der Strudel zum Reich der Qual, wo auch Abaddon verbannt wurde. Muss aber ehrlich sagen, ich habe also allgemein diesen Tor der Qual und diese ganzen anderen Hardcore-Missionen habe ich mich null befasst. Das war mir wirklich damals zu schwer. Und
und habe auch wirklich, also hätte jetzt nicht da Interesse, da nochmal mich da ranzuwagen, weil das war wirklich schon extrem hardcore, diese Mission dort. Ja, aber ihr seht, ich habe auf jeden Fall halt die Story durch, so. Hab zwar nicht alles geschafft, also auch nicht alles 100%. Da bleibt mir auch auf jeden Fall noch vieles offen. Aber das will ich auf jeden Fall auch gar nicht noch erreichen. Das reicht mir auf jeden Fall. Und ja, das war ein kleines Guild Wars 1 Video mal wieder. Es tut auf jeden Fall auch wieder gut, mal hier in dem alten Guild Wars zu sein. Es ist aber auf jeden Fall auch noch recht belebt. Also ich bin jetzt gerade auf der amerikanischen Distrikt, glaube ich. Heißt das richtig? Ja, das seht ihr, die ganzen blauen Punkte hier, also ist auf jeden Fall noch recht befüllt, aber ja, hätte ich nicht mehr so wie damals. Und auf der deutschen weiß ich auch nicht, ob da groß was los ist. Aber nun gut, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ja, einfach, ich gucke einfach mal, ob irgendwie in Zukunft da auch noch die anderen Bonus-Mission-Packs kommen werden. Könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr das auch gerne sehen möchtet, die weiteren Missionen, oder ob ihr einfach auch irgendwas anderes mal sehen wollt von Guild Wars 1. Das könnt ihr mir mal gerne schreiben. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.